Hallo, ich bin wieder da. Ja, unser Rivale will irgendwas von uns. Ach ja, wir können jetzt in die Wüste. Ja, schön. Und verzieh dich, genau. Team heilen. Okay. Ich werde jetzt mal in die Wüste gehen. Sehen, was es da so gibt. Sternstaub. Mandara. Okay. Ja. Oh, der will nicht kämpfen. Da ist ein Turm. Da könnte ich ein Fossil holen. Knackleon. Ah ja, ich hätte es fast vergessen zu sagen. Ich werde mir hier mein sechstes Pokémon fangen, genau. Also. Es hat sogar überlebt, das finde ich aber jetzt nicht witzig. Hey. Ja. Hey, es hat überlebt, das ist nicht. Egal, ich mache Risikotackle. Sollte ja nicht so. Ja. Hier. Okay, naja, ich werde, wie gesagt, hier mein sechstes Pokémon fangen. Ich hoffe, es kommt schnell. Das ist nicht lange dauert. Ah, oh, und der Typ hier hat einen Panzer. Ich hoffe, das stirbt ein bisschen mit einem Bluffstrahl. Wenn nicht, stimmt hier irgendwas nicht. Ja, hier stimmt was nicht. Das habe ich festgestellt. Ich glaube, die Schwäche meiner Pokémon wird immer deutlicher, aber egal. Ich werde schon irgendwie die Pokémon-Liga schaffen. Ich werde ja auch noch bis zur Pokémon-Liga machen, also legendäre Pokémon so. Kennt ihr ja schon. So. Erledigt. Panzer. Oh Mann. Oh Mann. Nehmen wir mal mit, wenn wir zu zweit rufen. Siegt. Okay. Geht nicht weiter. Dreckiges Vieh will ich nicht. Schlichte. So. So. Schon wieder ein Sandan. Da seht ihr das Pokémon, was ich fangen will. Ich sag's jetzt mal. Ja, ich will mir einen Sandan fangen. Das wird sich auch nicht entwickeln. Warum ein Sandan? Warum? Ja, ich brauche ein Pokémon, das noch Steinattacken erlernen kann und es auch geht auch Kampfattacken. Das sollte bei Sandan gut möglich sein. Ja. Und dann wäre mein Team komplett. Da habt ihr schon mal eine gute Vorstellung, wie ich es schaffen soll, die Liga zu besiegen, aber machen wir uns darüber jetzt lieber weniger Gedanken. Und guck mal, erstmal um die Dinge, die jetzt anstehen. Wie hier die Wüste durchsuchen. Mein Meryl wird immer stärker. Ist immer gegen equitative Gegner kämpft. Ja. Dreckiges Pupanze, ich will dich nicht, du bist hässlich. Dich brauche ich nicht. Und ich werde jetzt einen Trank benutzen für meine Meryl. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe Hitzekoller bekommen. Ja, habe ich überhaupt eine gute Stärke? Ich könnte Sander dann Felsgreifhüsten beibringen, was heißt gar nichts. Ja, hier haben wir Hitzekoller, sehr gut für Flamni, damit kann es richtig austeilen. Oh, was mache ich weg? Oxupip oder Glut? Hm. Eigentlich will ich jetzt ganz stark behaupten, Glut oder. Nee, ich mache Oxupip, oder? Ja. Ja. Oxupip ist schwach, auch wenn ich euch Erstangriff habe.
haben könnte, aber so auf welches ist, glaube ich, nicht brauchen. Ja, also weiter. Ich hoffe, dass ihr auch mal bei den Sand ankommt. Nein, Knackleon. Ich will so einen Dreck nicht wie euch. Ja, ich hoffe, dass die Suche nach Sander nur ein paar dauert, aber. Oh, ich kann nicht flüchten. Okay, da muss ich es jetzt killen, ob es das will oder nicht. Selbst wenn schuld. Natürlich machst du Sandwirbel. Macht ja so viel Spaß. So, was haben wir hier noch schönes? 5-3, ich treffe. Ja. Alles Dreck. Ja. Und du? Was bist du? Finden, ja, fossilien. Ach, das mache ich nicht. Hab keinen Bock. Mich sowieso nicht, mein Team. Aber warum haben die alle Sandern? Das macht mich frustriert. Das frustriert mich. Die haben alle schon Angst und ich habe keine Angst. Scheiße. Nee, nee, Spaß. Volltreffer. Meryl erreicht Level 32 schon. Ja, ja doch, Meryl ist ja putzig. Was macht hier so ein Thema mit Meryl? Ach, wahrscheinlich trainieren genau wie ich. Ja. Das scheint es wohl zu sein. Und sein Meryl ist auf Level 22. Und gegen meinen Nico Level 28. Mit einer Schockwelle wird es nicht viel zu sagen haben. Jo. Sehr schön. Ja, schön für dich. Naja, die Zeit vergeht und ich habe ja überhaupt nichts erreicht, groß. Egal, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich werde die Entwicklung wie immer abbrechen. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Den muss ich auch noch fertig machen. Seit 30 Jahren suche ich nach antiken Ruinen. Wann werde ich jetzt hier herausgefordert? Ja, Queste. Und du hast sogar einen Sandama. Mensch. Wirfstrahl. Wir gehen die Attacken aus. Ja, ist viel ganz scharf, ja. Ja, ich weiß, was ich darauf hinmache. Ich werde den Schaden erkennen, wenn ich reduzieren. Ich einfach jetzt einmal ein Igla abmache. Ist besser als gar nichts. Ja, und da trägst du den KP. Aber er hat eine gute Abwehr. Das ist schön. Und ich mache Blubstrahl. Ja. Oh, ja. Mann. Nee, oder? Nee. Kein Doppelkampf. Nein, ich hasse Doppelkämpfe. Das ist jetzt nicht wahr. Wie konnte ich nur so blöd da reingelaufen? Oh ja, Meryl und ein Sandan. Und ich habe als zweiter Stelle, ja, mein Wabio. Shit. Jetzt wird's brenzlig. Okay. Aber alles kein Problem. Mein Wabio ist das schnellste Pokémon, was den Kampf teilnimmt und Schäfer überhaupt nicht viel abgezogen. Aber es reicht, um Sandan zu erledigen, dann mehr Blitzstrahl noch und dann. Ja. Nee, oder? Schon wieder ein Sandama. Blitzstrahl von Meryl gegen Meryl. Alles sehr witzig. Ja, das ist alles so richtig beschissen gerade. So, Purienflug gegen Meryl. Natürlich nicht gegen mein eigenes Meryl. Schön, viermal getroffen und ein Quid war dabei. Und, ja, und ich werde bestimmt gleich gewinnen. Ja, so. Ich hoffe, dass ich hier gleich fertig werde. Ich habe nämlich schon wieder nicht mehr so viel Zeit. Mann, ist das ein ätzender Kampf. Ja, das werde ich jetzt so erledigen und das werde ich wieder so angreifen. Ja, du stirbst nicht. Okay, wieder ein Quit. Mein Wapple, du bist halt gut drauf, wie wir sehen. Ja. Ein Lombrero! Was macht so? Ich treff nicht. Ich treff mit Blubstrahl nicht. Was soll ja Scheiß? Was soll das? Ich verstehe nicht. Ich könnte mich jetzt eine halbe Stunde wieder drüber aufregen, aber das würde den Part bestimmt versauen. Also tue ich's nicht. So, Schnabel. Sehr schön. Mein Wapple hat ganz schön eine große Power. Gegen Pflanzen. Wo ich noch Schnabel war, hat es so viel abgezogen. Das beeindruckt mich. Ja, mach Absorber, genau.
Gegen Warblut. Du bist so dämlich, Alter. Du hättest das gegen Meryl machen können und das hat viel mehr abgezogen. Aber da sieht man mal die IQ von solchen Trainern. 0,000. Wie das überhaupt noch geht. Nee, im Minusbereich. Mann, sind die dumm. Ja. Das hat man davon. Ja. Du bist viel so dumm. Du bist auch dumm. Ihr habt eine niedrige IQ. Ihr habt eine IQ von 150 minus. Also, da würde ich mal nachdenken. Ja, und ich würde sagen, dieser Part endet hier. Ich kann nicht mehr viel machen. Ich hoffe, ich finde jetzt bald einen Sandan. Ja, und ich. Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Also, bis dann.